Yad Vashem, gelegen auf dem Berg des Gedenkens in Jerusalem, ist die wichtigste Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Geleitet wird sie von Dani Dayan, der sich einst geschworen hat, niemals deutschen Boden zu betreten. Diesen Entschluss hat er inzwischen revidiert. In Kürze wird er eine Ausstellung mit Artefakten aus der Zeit des Holocaust begleiten, die im Bundestag in Berlin zu sehen sein wird. Dani Dayan, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie mich empfangen. Sie hatten sich ursprünglich geschworen, niemals nach Deutschland zu reisen, in das Land, das für die Ermordung von 6 Millionen Juden verantwortlich ist. Und nun kommen Sie doch nach Berlin, mit einer besonderen Ausstellung aus Yad Vashem. Was hat Sie umgestimmt? Wissen Sie, ich habe diese Entscheidung, nie nach Deutschland zu kommen, getroffen, als ich noch sehr jung war. Aber das hatte damals nichts mit Hass oder so zu tun. Im Gegenteil, es ging ums Erinnern. Wissen Sie, es gibt eine jüdische Tradition. Nicht viele Juden pflegen sie heutzutage, aber sie existiert noch. Es gibt Juden, die einen kleinen Teil der Wand ihrer Wohnung, ihres Zuhauses unverputzt lassen. Warum? Sie gedenken damit der Zerstörung Jerusalems vor 2000 Jahren, als der Tempel zerstört wurde. Jedes Mal, wenn Sie die Wand sehen, erinnern Sie sich an diese Zerstörung. Deshalb habe ich mich damals so entschieden. Es ist sozusagen mein unverputzter Fleck an der Wand. Wenn ich mir auf einer Weltkarte die Länder ansehe, die ich besucht habe, gibt es da diesen weißen Fleck, Deutschland. Und ich erinnere mich daran, warum ich Deutschland nicht besucht habe. Ich wollte damit den 6 Millionen ermordeten Juden meinen Respekt zollen. Allerdings, genau derselbe Grund, aus dem ich bisher nicht nach Deutschland gekommen bin, führt mich nun als Vorsitzenden von Yad Vashem doch genau dorthin. Als Vorsitzender kann ich, indem ich Deutschland besuche, das Gedenken an die Opfer der Shoah fördern. Den Respekt fördern, der den Opfern gezollt wird. Und das kann ich nicht nur auf einer persönlichen Ebene tun, sondern auf einer viel größeren Ebene, denn es wird darüber berichtet werden und die Ausstellung werden viele Leute besuchen. Also verfolge ich eigentlich genau das gleiche Ziel, die Umstände ändern sich, das eigentliche Ziel nicht. Lassen Sie uns darüber sprechen, wo wir heute stehen. Yad Vashem begeht dieses Jahr sein 70. Jubiläum. Wie hat es sich in diesen 7 Jahrzehnten entwickelt, zur heute wichtigsten Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust? Yad Vashem hat sich stark entwickelt. Yad Vashem wurde zwar 1953 durch ein Gesetz der Knesset gegründet, aber das Sammeln des Archivmaterials hatte schon lange davor begonnen. Schon in den späten 40er Jahren, noch vor der Staatsgründung Israels. Ich denke, dass das, was als Archiv und eine Reihe von Mahnmalen begann, sich zu einer vielschichtigen Institution entwickelt hat, die heute, wie Sie sagten, die bekannteste, die wichtigste Holocaust-Gedenkstätte der Welt ist. Einige der Gegenstände, die wir hier haben, treiben jedem, der ein menschliches Wesen ist, die Tränen in die Augen. Wir haben die größte Bibliothek und die größte Kunstkollektion. Kunst, die während des Holocaust oder direkt danach entstanden ist. Das ist wirklich überwältigend. Es ist wirklich ein bemerkenswertes Archiv, das Sie über die Jahre gesammelt haben. Leider werden die Überlebenden immer weniger. Eines Tages wird es keine Zeitzeugen des Holocaust mehr geben. Was denken Sie, wie wird sich das auf das Gedenken an die Shoah auswirken? Wie kann man das Erinnern am besten aufrechterhalten? Das wird eine große Herausforderung. Es ist klar, dass unsere Arbeit dadurch schwieriger werden wird. Aber sie wird auch umso wichtiger. Ich bin überzeugt, wenn dieser Zeitpunkt eintritt, werden die Verharmloser und Holocaust-Leugner auf dem Vormarsch sein. Sie glauben, dass dann Ihre große Stunde gekommen ist. Und deshalb befinden wir uns in einem Wettrennen gegen die Zeit. Sie haben das Amt 2021 übernommen, die, wie Sie sagten, größte Ehre Ihres Lebens. Viele hat es aber auch überrascht, Sie als Vorsitzenden von Yad Vashem zu sehen. Davor waren Sie Vertreter der Siedlerbewegung, haben als Diplomat Israel in New York vertreten.
Als sie ernannt wurden, gab es eine große Debatte darüber, ob das die Rolle des Vorsitzenden nicht zu sehr politisieren würde. Sie haben zur gleichen Zeit versprochen, eine klare Trennung vorzunehmen zwischen sich und dem Gedenken auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite. Ist Ihnen das gelungen? Ja, das ist mir gelungen. In dem Moment, als mich die Regierung zum Vorsitzenden von Yad Vashem ernannte, habe ich einen Schutzwall zwischen mir und der Politik errichtet. Diese Mission, die ich übernommen habe, ist mir heilig und ich werde sie niemals beschmutzen, indem ich sie mit politischen Interessen vermische. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. An meinem ersten Tag in Yad Vashem wurde ich ins Kunstmuseum gebracht. Dort gibt es ein Zitat an der Wand auf Hebräisch und auf Englisch. Ursprünglich stammt es aus dem Jiddischen von der Malerin Gela Seckstein. Sie lebte 1941 im Warschauer Ghetto und war auch dort weiter als Künstlerin tätig. Und dort versteckte sie auch ihre Kunst. Nach dem Krieg wurden die Kunstwerke gefunden. Doch nicht nur das, es wurden auch ihr letzter Wille und ihr Testament gefunden. Und daraus stammt dieses Zitat. Es besagt: Ich weiß, dass ich dem Untergang geweiht bin. Ich werde nicht überleben. Aber ich vermache meine Kunstwerke der jüdischen Einrichtung, die nach dem Krieg gegründet werden wird. Tatsächlich hat sie nicht überlebt. Als ich dieses Zitat sah, bin ich fast ohnmächtig geworden. Ich verstand, dass sie mit mir sprach. Ich bin jetzt der Vollstrecker ihres letzten Willens. Und nicht nur des Willens von Gela Seckstein, sondern des Willens aller 6 Millionen. Und deshalb ist es meine Pflicht, dies so objektiv und klar wie möglich zu tun. Wir sehen, dass Antisemitismus auf der ganzen Welt zunimmt. Sie haben darüber immer wieder ausführlich gesprochen. Wie äußert sich das Ihrer Meinung nach? Nun eine persönliche Geschichte. Ich kam im August 2016 nach New York, um als Generalkonsul zu arbeiten. Ich dachte damals nicht, dass der Antisemitismus weit oben auf meiner Agenda stehen würde. Aber in der Zeit, zu der ich in New York, in den USA lebte, wurden 15 Juden ermordet. Nicht nur angegriffen, sondern ermordet. In antisemitischen Übergriffen. Also Antisemitismus erstarkt, leider, auf der ganzen Welt. Und wissen Sie, was ich den Staatschefs sage, die nach Yad Vashem kommen? Wenn ihr Antisemitismus seht, handelt sofort. Wartet nicht ab. Wenn man wartet, wird der Antisemitismus überdimensionale, monströse Ausmaße annehmen. Dann wird es unmöglich sein, ihn zu stoppen. Sie haben das ja bereits angesprochen und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Der zeitliche Abstand zwischen dem Holocaust und heute. Sie haben erwähnt, dass, sobald die letzten Überlebenden gestorben sein werden, wir womöglich einen Wiederanstieg des Antisemitismus erleben. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Antisemitismus und dem Zurückliegen des Holocaust? Ja und nein. Antisemitismus ist und bleibt Antisemitismus. Aber wir befinden uns nicht im Deutschland der 1930er Jahre. Wir sind weit davon entfernt. Und wir sollten uns dem nicht wieder annähern, Gott bewahre. Aber wissen Sie, es gibt einen Unterschied zwischen unserer Generation, jüdisch oder nicht, und der Generation der 1930er Jahre, jüdisch oder nicht. Wir haben das Wissen. Wir wissen, dass es passieren kann. Die Generation damals hatte vermutlich noch das Privileg, ja die Naivität zu glauben, sie können vielleicht Bücher verbrennen und Synagogen anzünden, aber sie würden niemals Menschen verbrennen. Das Privileg dieser Naivität haben wir nicht mehr. Wir wissen, dass es so weit kommen kann, dass Menschen verbrannt werden. Das ist der Unterschied. Und das gibt uns eine zusätzliche Verantwortung, Antisemitismus und Rassismus und Xenophobie zu bekämpfen. Nicht nur Antisemitismus, aber er ist empirisch gesehen die tödlichste Form des Rassismus. Also müssen wir jetzt handeln. Worin sehen Sie die Rolle von Yad Vashem bei der Antisemitismusbekämpfung? Nun, die Rolle von Yad Vashem ist es zu erinnern und die Shoah nie in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir sind eine Organisation. Ich denke, dass die 6 Millionen Juden, die in der Shoah ermordet wurden, ein Anrecht auf eine Organisation und Institution haben, die nur ihnen gewidmet ist, ausschließlich ihnen. Allerdings, gerade das Gedenken an die Shoah ist auch ein sehr wirkungsvolles Instrument im Kampf gegen Antisemitismus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus den vergangenen Wochen. Es gibt zwei sehr berühmte amerikanische Prominente, die sehr problematische Statements abgegeben haben. Einer von ihnen war Kanye West. Er ist eindeutig ein Antisemit.
Ihn würde ich nicht nach Yad Vashem einladen, weil es Zeitverschwendung wäre. Wobei er es wahrscheinlich sogar noch genießen würde. Immerhin geht es hier um tote Juden. Whoopi Goldberg andererseits hat gesagt, die Shoah hätte nichts mit Race, also mit Rasse, zu tun, sondern wäre ein Kampf, ein Konflikt zwischen zwei weißen Gruppen gewesen. Das ist Unsinn. Das ist nicht antisemitisch, es ist Unwissen. Sie kennen schlichtweg die Tatsache nicht, dass die Nazis, zu Recht oder Unrecht, Juden als Rasse ansahen. Es gab keinen Konflikt zwischen Nazis und Juden. Es gab einen Angriff der Nazis auf Juden. Also hätte man Whoopi Goldberg, statt sie für 2 Wochen zu suspendieren, wie es ihr Sender getan hat, nach Yad Vashem schicken sollen. Denn Whoopi Goldberg kann man weiterbilden. Im Fall von Kanye West ist es nur Zeitverschwendung. Wir versuchen nicht, Antisemiten umzuerziehen. Wir versuchen anständigen Menschen, die, wie ich denke, die große Mehrheit sind, etwas beizubringen, um sich gegen Antisemitismus zu stellen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Besuch in Deutschland? Welche Erwartungen, Hoffnungen oder gar Befürchtungen haben Sie? Nun ja, ich habe Hemmungen, aber das ist eine persönliche Angelegenheit. Das geht nur mich etwas an. Aber wissen Sie, ich werde die Ausstellung im Bundestag zusammen mit der Präsidentin des Bundestags eröffnen. Ich werde die gesamte deutsche Führung treffen, den Bundespräsidenten, den Kanzler, mehrere Minister, den Oppositionsführer. Wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen. Ich komme, um zusammen mit Ihnen nachzudenken, mit Ihnen zu beraten und Ihnen in aller Bescheidenheit einen Rat zu geben, wie man die Flamme des Gedenkens an den Holocaust am Leben halten kann. Yes, with all modesty advice. How to continue to keep the flame of Holocaust remembrance alight, to make sure that... Wissen Sie, es gibt eine akademische Diskussion. War die Shoah singulär oder präzedenzlos? Singulär bedeutet, dass es einmal passiert ist, aber nicht wieder passieren wird. Präzedenzlos bedeutet, es gab so etwas zwar vorher noch nicht, aber es kann wieder passieren. Also, wie stellen wir sicher, dass die Shoah singulär bleibt? Indem wir auf Bildung setzen, Gesetze verabschieden und umsetzen und indem wir sichergehen, dass dieses schreckliche Ereignis des 20. Jahrhunderts niemals wieder passieren wird. Nicht dem jüdischen Volk und keinem anderen Volk. Nicht durch die Deutschen verübt und auch nicht durch irgendeine andere Nation. Danny Dayan, vielen Dank für das Gespräch. Thank you.